Oh, es geht schon los. Hallo und Baby und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon. Wir sind hier nicht in der Kirche, aber ihr werdet verrückt. Das ist auch keine Sekte. Und eine neue Folge von Pokémon Dark Rising. Und es ist jetzt nicht die Zeit. Auf jeden Fall habe ich unseren guten Strider trainiert. Aber auf jeden Fall vergessen, die Entwicklung aufzunehmen. War dumm von mir. Aber Shadow Tag hat als Ability, das ist normalerweise seine Hidden Ability. Toll, dass ich die bekommen habe. Die nutzlos ist. Ich finde die am nutzlosen, auch wenn die, das die Hidden Ability ist. Finde ich die jetzt nicht so geil, vor allem nicht mit dem Attack Set. Ich habe nur Trick, Mirror Code, Skill Swap und Psychic. Trick, um eins unserer Lucky Eier einfach auszutauschen. Weil wir haben ja genug Lucky Eier. Das heißt, wir tauschen die immer gegen coole Items aus. Mirror Code, um einmal richtig zuzuschlagen. Skill Swap, um meinen Shadow Tag loszuwerden. Und Psychic. Ja, das ist ganz gut. Der Rest hat sich an sich nicht verändert. Ich hoffe, ich bin nicht unterlevelt. Und jetzt gehen wir weiter. Es ist wieder Nacht. So wie eigentlich immer, wenn ich aufnehme. When are we liking so many bird Pokémon? Ja, Skarmory. Schon was von Skillswap gehört. Das war jetzt wahrscheinlich dumm, weil jetzt muss ich Skarmory auch besiegen. Das war richtig dämlich, weil er hat ja jetzt meine Shadow-Dingens-Ability. Und jetzt wechsle ich schnell. Auf, ja, ich hab, also ich hab euch, ne, wie heißt, ich hab die Regeln so durchgelesen, ne, das heißt, alles was besser an Beleber ist, ja, zählt, dann darf ich mir, wow, das war ein ordentlicher Schaden. Erstmal direkt wieder heilen gehen. Ja. Ich hoffe, man hört den Fernseher nicht. Will er nicht mit mir kämpfen? Ne, hat keinen Bock. Okay. Egal, hier. Want to play with my Pokémon? Natürlich will ich das mit deinem Minchino. Da gebe ich dir eine Psychokinese und dann ist das Minchino-Geschichte. Ne, wenn das nicht Kossorita ist. Die habe ich auch. Und ich finde meine um einiges cooler. Okay, ich habe die Weiterentwicklung davon. Und Rapidash. Rapidash kann mal hier unser Crickshed machen. Der kann mal mit dem Hurricane hier ankommen, ein bisschen rumhurricanen. Nächster bitte. Er hat gerade neue Pokémon bekommen, das ist schön. Watchdogs. Jetzt Psychokinese ab. Zebra Striker kriegt auch eine Psychokinese ab. Das gefällt mir an Strider. Strider macht übel schön viel Schaden. Tötet gerne Pokémon und da kommt eine Dusion. Da hole ich mir mal mein Skill. Ja, gut. Also, das war jetzt merkwürdig. Dass ich setze Skillswap ein, er setzt Skillswap ein. Das ist ja verrückt. So. I raise Pokémon for protection because I live alone. Ganz schön gruselige Pokémon, die er da sich auserwählt hat. Ja, morgens bin ich ein bisschen verrückter drauf, muss ich dazu sagen. Tagsüber so. Schon wieder fast Nacht. Das ist natürlich wieder was anderes, ne? Aber. Oh, you're a little cutie, so look at my darling Pokémon. Meganium. Ja, er kriegt erstmal einen Psychic. Wow. Verrückt. Ich habe da gar nicht genug Schaden gemacht. Reloom, ja, da. Doppelschwäche. Will ich auch hoffen. Nächster. Also an sich, ne? Weiß ich noch nicht, was ich von Strider so halten soll. Aber ich könnte mir, wie soll ich sagen, so ein bisschen mehr Variabilität reinbringen. Aber erstmal gehe ich mich heilen.
Boah, ein Tauros hätte ich auch haben können. Ist auch nicht schlecht. Und dieses Paket da am Ende von dieser Straße will ich natürlich haben. Denn wie wir wissen, liebe ich Pakete. Und man kann nie genug Pakete haben. Boah, einfach mal durchgerannt. Oh, und Teddy Ursa. Ist schon niedlich. Jetzt müssen wir mal auch andere Pokémon trainieren, wie Kittrich. Ich brauche auch mal ein bisschen Training. Hallo. Achso, den habe ich schon besiegt. Oh, neu. Neue Route, neues Glück, würde ich sagen. Ist das jetzt eine neue Route? Ich weiß es nicht. Ich fange den mal zur Sicherheit. Aber dazu brauche ich ein Pokémon, was nicht so viel Schaden macht. Und das ist eindeutig unser X-Layer. Habe ich noch irgendwas, was wenig Schaden macht? Ja, nicht wirklich. Alles andere macht viel zu viel Schaden, muss ich dazu sagen. Hat einen Moonwalker. Und der Moonwalker hat auch nur Sachen, die reinhauen. Das heißt, ich versuche den so zu fangen. Ich hoffe, ich darf den überhaupt fangen. Weil es sah für mich so aus, als wäre es eine neue Route. Und deswegen... Bam, gefangen. Lena. De. Lenade. Jetzt gucken wir mal, ob das eine neue Route ist. Tatsächlich. Aber der hier steht im Weg. Have you thought you built Pokémon how to fly and maybe to show you into the sky? Das hat sich ja gereimt. Das jetzt ordentlich ausgedrückt hätte, aber hier kommen erstmal ein paar Ice Punches geflogen. Kittrich teilt Ice Punches aus wie, ich weiß nicht, der Bäcker Kuchen. Bäcker, Bäcker Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Klatschen alle weg. Dubi Dubi Depp. Mir geht's gut, danke dir, Shia. Was ist mit dir passiert? Hat Darugis dich kontrolliert? Ich weiß nicht. Ich habe diesen glänzenden Rubin gefunden in der Untergrund City. Mein Dad hat gesagt, er hatte ein schlechtes Gefühl darüber und dann habe ich mich entschieden, ihn zu nehmen und ein bisschen zu erforschen. Um ihm zu zeigen, dass ich auch nützlich sein kann. Und wollte herausfinden, was es ist. Aber als ich auf meinem Weg dahin war, zum Nusamuya Lab, kam dieser Typ mit schwarzen Haaren und so schwarzen, ja, gezackten Haaren. Ist auf mich zugekommen und hat mir den Rubin weggenommen. Und dann hat er meinen Kopf berührt und plötzlich war alles schwarz. Ich werde zu diesem Labor gehen. Pete, geh so lange zurück zur... Nein. Pete, komm mit mir und besiege Darugis. Echt? Ja. Ich werde dich jetzt nicht mehr wie ein Kind behandeln. Du, ich, Sydney, Andy, Jay, Florina, wir werden alle Darugis besiegen. Ich kenne zwar kaum welche von denen, aber ich werde bestimmt behilflich sein. Awesome. Ich werde schon mal vorgehen. Wir treffen uns dann auf unserer Reise. Aber lass mich nicht im Stich. Und so ging meine Reise weiter. Hä, ja gut, aber ich will dahin. Da ist ein Paket. Ich möchte dieses Paket haben. Was soll das? Das macht mich irgendwie, das finde ich belastend. Ja, gut. Ich wollte, da war, das ist bestimmt irgendwo das geile Item und ich krieg das nicht. Verbuggte Kackspiele hier, ey. Kittrich wird jetzt Level 77 gemacht. Oder habe ich noch mehr, die hier Moonwalker noch nach vorne, Baumi noch nach vorne. Erstmal alle 76 werden lassen. Die haben jetzt alle auch noch ihre Eier. Shadowclaw ins Gesicht. Jinx, ja, ist eigentlich nicht so das Wahre, aber
durch Dingens konnte ich da noch was machen, so als diese beiden Zwillinge hier. Ich muss natürlich alle besiegen, das ist natürlich meine Pflicht und wow. Oh mein Gott, wie süß. Ich liebe diese Pokémon. Das Problem ist, wir können mit Night Slash leider nur am Dingens sofort töten. Den anderen stört das nicht so. Zack. Wieso ist der Strom ausgefallen, fragen uns da alle. Ist natürlich belastend. Ich glaube, ich muss zur nächsten Folge den Fernseher leiser machen, weil das kommt nicht so gut, meine Freunde. Wenn ich da so Copyright habe von komischen Sendungen. Noch Toxic. Ja, kann ich jetzt, muss ich zurücklaufen, also. Oder heilen, aber ich entscheide mich davon, zurückzulaufen. Ja, Lickitung habe ich. Wow, guck mal. Da hat er kaum Schaden gekriegt. Zack. Und zack. Und alle wieder geheilt. Und ah, Gliga. Oh, Rufflet. Dein Bekannter steht direkt gegenüber. Es läuft auch noch irgendeine Musik im Hintergrund, Leute. Das tut mir natürlich richtig leid. Bam, Shadowclaw haut einfach alles weg. So, da haben wir jetzt nämlich wieder ein 76er Pokémon. Das ist nämlich wieder 1A wunderbar. Wir haben Night Slash, ist zwar nicht sehr effektiv, macht aber nichts. Oh, klar. Sehe ich auf jeden Fall ein. Wo ist mein Heiler dagegen? Wo ist mein Eisheel? Dö, 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 dö. Und natürlich Sludge Bomb, Sludge Bomb. Ich komme mit meinem Night Slash, mein Night Slash. Drapion, Drapion. Moonwalker steckt alles ein, denn Moonwalker kann das einfach machen und so soll es sein. Oh mein Gott, hier kommt X-Layer mit Level 75, ist der cooler und auch nicht so gay. Ja, nichts gegen Schwule. Ich weiß manchmal selber nicht, was ich laber, Leute. Aber manchmal wird diese Sendung euch präsentiert. Ja, die Route ist im Original ziemlich, ich sollte nicht gegen so ein Pokémon mit einem Pokémon, was eine Gesteinsschwäche hat, ankommen, weil sonst bin ich instant tot. Den schon besiegt, ja. Und den Typen hier. Dave, die Hems und Sailor und the Nervous Depth Tour. Die Hems aren't really here, but not many people have HMs. Oh, Bummer. Gib her, Alter. Ich brauch. Die Hems werde ich mir alle kaufen. Oh, ich hoffe, Moonwalker kassiert jetzt nicht und stirbt. Boah, das war knapp. Muss mal wieder ein paar Supertränke opfern. Aber gute Pokémon hatte dieser alte Typ. Supertränke meine ich natürlich. So, einmal zack. 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 Ist ja egal, ob ich die jetzt verschwende oder nicht. Supertränke müssen weg, weil im Kampf nützen die uns nichts. Ach, noch so viele Leute hier, ey. Und you need to use GMs to teach you good moves to Pokémon. Das stimmt. Da hat er nicht Unrecht. Das sehe ich auch voll ein. Lock-on kannst du gerne machen. Ich klatsche jetzt einen Solarstrahl. Das hat natürlich wieder reingezwiebelt. Finde ich jetzt auch nicht so gut. Oh, Togetic. Süß. Aber ist noch normal, oder? Auf Normalflug. Später ist es ja, Wie heißt es nochmal? Fee. Fee geworden mit. Ja, Baumi hat nochmal eine Flugattacke. Da macht er das mal eben schneller. Oh ja, detecte dich halt. Ja, kannst du machen auf jeden Fall. Ich mache aber jetzt lieber erstmal Air Slash. Und Level 76. Wunderbar, ey. Und, damit will ich auch sagen, was ist das für diese Folge.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Wir hatten Spaß. Und wenn ihr Spaß hattet, dann lasst mal einen Daumen da. Und wenn nicht, dann hattet ihr auch noch einen Daumen da. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.